Hallo liebe Assassin-Friends und willkommen zurück zu einer neuen Folge Assassin's Creed Brotherhood. Wie manche vielleicht schon erkennen, ich begebe mich gerade ganz hoch über Rom und zwar auf die Engelsburg hoch. Und zwar, weil, wie wenn man unten rechts sieht, ist da noch eine Assassine, beziehungsweise eine Borgia-Flagge und genau diese möchte ich. Denn dann habe ich 98 Assassin-Flaggen. Das bedeutet, ich habe alle hier in Rom gesammelt, die es wirklich gibt. Und die letzten drei, die befinden sich hier im letzten Versteck von Romulus. Dementsprechend auch, versuch mal von hier bis hier rüber zu fliegen. Denn wer mich ein bisschen verfolgt, der hat auch gesehen, dass ich in der letzten Folge die Fallschirme freigeschalten habe. Und dadurch können wir nämlich jetzt auch uns zwei Teilen oder des Weiteren noch ein Achievement holen. Und zwar wäre das einen Flug vom der Spitze der Engelsburg. Ich habe keine Ahnung überhaupt, wie weit man fliegen kann. Geschweige denn überhaupt, wie weit mich das Ganze bringt. Und da unten habe ich ein Attentat zu vollführen. Und das ist nämlich so ein komischer Kauz, der, naja, der ist im Grunde ein Borgia-Kundschafter. Das wäre mal interessant zu sehen, ob ich den jetzt von hier oben platt mache, weil es ist ja im Grunde egal, von wo ich zur Engelsburg gehe. Und das wäre mal richtig geil! Wuhu! Das war jetzt echt mal fett, das habe ich selber noch nie gemacht. Ich habe noch nie einen mit einem Fallschirm umgebracht. Und viel mehr Fail wäre es natürlich auch gewesen, wenn ich von da oben keine Fallschirme gehabt hätte. Wenn ich einfach losgesprungen wäre und so, verdammt, ich habe gar keine. Ah, dann hätte man richtig hart Ezio sterben sehen. Wem jetzt zum Beispiel diese kleinen Flacker da manchmal auffallen im Bild? Ich habe keine Ahnung, warum das ist. Mir ist es eher, während ich auf der Engelsburg war, ist mir es aufgefallen und es ist ein Graus. Es ist ein echter Graus, wenn man alle Missionen der Engelsburg hinter sich hat, nochmal in die Engelsburg reinzukommen. Also das ist echt eine der kniffligsten Sachen und ich hatte schon kurz Angst, dass es gar nicht mal mehr geht. So, euch tun wir jetzt noch ein bisschen bestehlen. Ich meine, ihr habt nichts an sich, ich habe viel, viel mehr Geld wie ihr. Aber da ich jetzt eh da rein abhaue, ist es mir ziemlich egal. Und zum Schluss gibt es natürlich noch einen gewissen Fun-Part an dem Ganzen mit den Verstecken von Romulus. Denn da sliden wir rein. Hast du den weißen Ritter gesehen? du blinder Fuchs, du. Ich bin schwarz. Also, ich bin schwarz angezogen. Sorry für alle Afroamerikaner, die jetzt da draußen rumlaufen. Ich, Fettnäpfchen. Naja, ich habe viele. Na okay, gut, je mehr ich jetzt hier laber, dass ich schwarze Freunde habe und so weiter, je mehr peinlicher wird's und desto... Naja, ich bin jetzt einfach ruhig und rede hier über das Spiel, oh Gott, Privatleben und so. Ein Wolf im Schafspelz, den Schrein von Romulus finden. Erinnerung in weniger oder innerhalb von 8 Minuten beenden. Okay. Das wird anstrengend. Aber ich versuch's, weil ich nämlich auf jeden Fall mir alle Banner holen will. Denn ich gehe dann nochmal rein, um dann die Banner nochmal zu holen. Denn das kann ich euch, ich kann die Mission danach kann ich nochmal 100% machen, meinetwegen. Aber die Banner möchte ich euch jetzt schon zeigen. Dementsprechend hat das für mich Priorität. Dementsprechend steigen wir jetzt schon ein, weil wir die Mission in 8 Minuten beenden müssen. Ich musste diese Erinnerung wirklich neu starten, weil ich habe diese Mission sehr, sehr lange gespielt. Über eine halbe Stunde. Und ich dachte einfach, das ist viel zu lang. Ich habe eh nicht alle Borgia-Banner unterwegs gefunden. Omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Und deshalb muss das Ganze neu gespielt werden. Und selbst nach dem zweiten Mal spielen habe ich keine Ahnung, wie dieses Spiel überhaupt läuft. Dementsprechend könnt ihr euch trotzdem freuen. An dieser Stelle muss ich hier unter eine Blend Group
untertauchen, damit ich mich immerhin noch halbwegs gescheit bewegen kann und meinem Ziel in der Nähe bleibe. Ich hoffe, das macht jetzt für euch nichts aus, dass ich das jetzt im Grunde so nochmal machen muss. Der Baron de Valois ist tot. No, nun wird sich Bartolomeo d'Alviano sicher gegen den Papst erheben. Ja. Das bringt Cesares Feldzug ins Stocken. Wäre das denn so schlecht? Wohl nicht. Auch unterhalb oder innerhalb der Kirche sind einige nicht mal die Fans von Cesare. Ihr seid Assassinen-Fans! Juhey! Okay, das war sehr riskant eigentlich gerade von mir. Das päpstliche Vermögen sei erschöpft. So serio? Der Schatz des Papstes ist unerschöpflich. Wenn seine Heiligkeit Geld braucht, bringt er einfach einen reichen Kardinal um. Ekelhaft. Oha. Das wusste ich nicht. Das habe ich vorhin nicht gehört. Mal gucken, was ihr so sagt. Gar nichts. Dann bewege ich mich doch nochmal zu euch. Und gehe mal so hier dezent durch. Ihr dürft auf keinen Fall die Schnelllauftaste drücken. Ich bin davon, ein Geschäft auf dieser Seite der Stadt zu eröffnen. Sie haben genug Kunden. Und mein Mann hat das nötige Fach. Denn sonst bestehlt ihr einen der Kardinäle und der geht dann gleich auf euch los. Wer? Der Assassin. Er ermordete den Bankier. Man sagt, er könne durch die Hallen des Vatikan wandeln und niemand könne ihn aufhalten. Vielleicht gibt es noch Hoffnung. Vielleicht wird Cesares Herrschaft bald enden und die Kirche erstrahlt wieder in ihrem einstigen Glanz. Ich schreibe die Predigt und hinterlege sie euch im Schrein. Passt auf, dass sie überzeugend wirkt. Mit Leidenschaft. Unsere Anhänger tun, was wir ihnen sagen, Patrone. Sie glauben, ihr Gott spricht zu ihnen. Bene. Habt ihr den Schlüssel? Ja, Patrone. Möge der Herr mit euch sein. Und auch mit euch, Patrone. Okay, kleine Machenschaften innerhalb der Romulus. An dieser Stelle bin ich vorhin fast verzweifelt. Ich hatte keine Ahnung, wie ich dem Kardinal dahinterher soll. Ich sollte einfach nur durch dieses Scheißtor. Assassino, ihr kriegt mich nicht. Oh, sure. Ich bin ziemlich schnell, auch trotzdem, dass ich 38 oder so bin. Ezio ist schon ziemlich alt eigentlich am Ende von Assassin's Creed Brotherhood. Bringt mich näher zu Gott und fort von euch, Assassino. Und euer Fall näher dem Tod. Da, ich bin Ezio Auditore da Farenza. Und ich bin richtig cooler Assassiner. Tja. Und dann nur noch hier rüber, weil diese Kathedrale ist extrem baufällig. Und wenn ich mich nicht ganz irre, könnte es sogar die Kathedrale von damals, wo wir Rodrigo Borgia fast umgebracht hätten. An dieser Stelle gab es einen Borgia-Banner, aber das hatte ich vorhin schon aus Versehen eingesammelt. Ich wusste nicht, dass mir das Spiel abstürzt und ich ewig hier brauche. Dementsprechend zeige ich es euch jetzt nochmal und renne jetzt einfach weiter. Im Moment habe ich 99 Borgia-Banner. Oh, der Strapse. Ich habe was Braunes unter seinem Shirt gesehen. Widerlich. Du bist so alt. Okay, ich bin auch alt, aber naja, reden wir jetzt. Naja. Ich finde schon noch einen anderen Weg. Ich bin nicht umsonst Il Mentore. So. Dann gucken wir mal weiter. Und ab hier geht alles bergab. Ich bin vorhin so unglaublich oft desynchronisiert. Das ist unglaublich und das ist mal am Ende noch das Spiel abgekackt. Naja. Ich hoffe, jetzt sind auch diese Flimmer-Einstellungen, die ich vorhin die ganze Zeit hatte, sind jetzt auch verschwunden dadurch. Aber es hat ja alles seine Vorteile, wie man manchmal sehen kann. Ich finde aber diese Verfolgungsmission quer durch die Kathedrale extrem cool. Weil dadurch hat man einfach eine gewisse Spannung und weiß nie, was hinter jeder Ecke lauert. Anscheinend ist Gott auf meiner Seite, Assassino. Ja, weil ich keinen Gott anbete. Ich habe nur mein Credo. Und mein Credo bringt dich auch später zur Strecke. Auch wenn Gott dir hilft. Ich weiß, gerade im Moment bin ich richtig hart im Raging-Modus. Aber ich spiele ja schon ziemlich lange.
Und dementsprechend bin ich jetzt echt scharf drauf, ihn zu töten, weil das wurde mir vorhin echt verweigert. Biatch. Die Zeit nehme ich mir noch, auch wenn ich die Mission in 8 Minuten eigentlich beenden soll. Auch durch seine billigen Tricks, wo er mir jedes Mal den Weg abschneiden will, komme ich ihm trotzdem immer näher, weil... Naja, oh fuck. Warum sage ich immer so einen Scheiß, wenn ich 2 Sekunden danach eh desynchronisiere? Ich soll aufhören, meine Fresse so weit aufzureißen oder einfach spielen. Ich meine, okay, let's play. Ich muss reden dabei. Ah, aber naja. Diesmal bringen wir dich nicht um. Kleine Sünden bestraft ja das Leben sofort. Ah, vielleicht wies man das nächste Mal eine Lehre. Denn so hat mich sein Gott bestraft. Und eigentlich habe ich auch gegen das Credo, also hat mich vielleicht doch ein Assassinengott hier bestraft. Dementsprechend konzentrieren wir uns jetzt wirklich da drauf. Was wollt ihr, Assassino? Die Anhänger Romulus arbeiten für den Papst. Da ist was. Sie sind unwissend. Da. Wir sind erlöste. Ha! 100 Banner. Nur noch eins. Das Volk in das Licht der Kirche. Da ist die letzte. Da ist die letzte. Da hinten am Fenster. Scheiße, wie komme ich da hin? Warte mal, oh mein Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Moment. Muss ich jetzt da vorne hin oder nicht? Nee, da von da hinten sind wir gekommen und sind dann da unten runter durch. Ich muss nur hier hoch. Es geht nicht anders. Und da kann ich bestimmt durch die Dinger durch. Ja, ich erinnere mich wieder. Ja! Törichter Narr, ihr führt Krieg gegen die, dank derer sich die Menschen nicht gegen Recht und Ordnung auflehnen. Eure Ordnung ist ohne jedes Recht. Warum redet er mit der Wand? Oh, ich glaube, ich brauche doch das hier. Komm schon, treten und dann ein bisschen schlagen. Das geht doch wohl ganz gut. Das funktioniert nämlich so ziemlich bei jedem Gegner, egal wie stark er ist. Treten und danach schlagen. So, und am Ende machen wir jetzt noch einmal einen Konter und dann müsste er tot sein. Aua. Nee, der kann kontern. Ich habe ihn tot getreten! Oh Gott, ich habe ihn tot gedreht. Ich wusste gar nicht, dass es Schaden macht. Ich habe seine Balls zu hart geschlagen. So, und jetzt muss ich aufpassen. Es sieht aus, wie wenn ich da jetzt eigentlich einen Sturz machen soll. Aber da unten ist es. Und das heißt, ich muss mich hier fallen lassen. Oder halt einfach runterklettern. Ich hab alle Banner. Wuhu! Wenn ihr euch jetzt wundert, warum muss man denn überhaupt alle Banner hier machen? Oder warum muss man die alle sammeln? Dafür gibt's einen ganz besonderen Grund. Ha, ich habe immer noch 1 Minute 20. Das gucken wir dann gleich. Erstmal bringe ich den Scheiß hier zu Ende. Naja, Schätze brauche ich echt keine mehr. Ich habe schon echt zu viel Geld. Das dürfte jetzt auch für die letzten Gebäude hier reichen. Dementsprechend gehen wir direkt zum Hauptschatz. Denn wir haben doch noch einiges in dieser Episode vor. Vielleicht mache ich da auch noch eine kleine Nebenmission. 6 von 6 Romulus-Schriftrollen beschafft. Dementsprechend gehen wir jetzt auch hier raus. Und damit können wir auch jetzt die letzte Rüstung, die ultimative in diesem Spiel, freischalten. Es ist nicht Ezios Rüstung, es ist nicht... keine Ahnung, irgendein anderer Assassine oder von Cesare Ultra Mega Armor. Nein, es ist die Romulus-Rüstung. Ich war am Anfang extrem skeptisch, weil sie ganz anders ausschaut, aber sie ist eigentlich ziemlich cool. Sie ist wie alle anderen Spezialrüstungen, wenn man was sammelt, ist sie unzerstörbar. Da ist er wieder. Ha, da sitzen ja echt welche. Oh ja, bei nur 11 Florin. Okay. Wir haben jetzt alle Dinger gesammelt, alle Borgia-Flaggen. Das ist schon mal sehr geil. Jetzt kann man nämlich hier in den Inventar auf die Monturen gehen und auf den Borgia-Umhang.
Der Borgia-Umhang ist der Umhang der berüchtigten Borgia-Familie. Ein Umhang setzt den Handsalzgrad des Trägers permanent auf 0%. Wieder ausgezogen steigt und sinkt der Bekanntheitsgrad wieder ganz normal. Wir ziehen ihn jetzt erstmal an. Ich hatte den selber noch nie. Das ist jetzt für mich selber so ganz neu. Und es ist schon ziemlich cool, weil der ist... Er passt halt einfach auch zu dieser Rüstung hier. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich hier halt eine schwarze Rüstung trage. Aber normal sind die Umhänge unabhängig. Was ich jetzt noch gucken wollte, eigentlich hier nicht. Doch im Inventar nochmal in den Monturen, was ich da denn noch habe. Es sind hier einige Rüstungen noch gesperrt. Die können wir noch freischalten. Auch wenn ich gerade im Moment nicht unbedingt weiß, wie. Aber das kriegen wir jetzt auf jeden Fall noch raus. Wir müssen nämlich jetzt auf der Karte, müssen wir mal gucken, wohin wir wollen. Wir wollen hier ins Versteck von Romulus noch runter in der Episode. Das heißt, wir gehen auf jeden Fall dann zufällig später in diesen Tunnel. Aber zuerst, ich weiß nicht, ob wir auf dem Weg noch da dann diese Mission hier machen. Nein, ich mache einen Cut und wir sehen uns dann am... Naja, vielmehr hier wieder, dann kaufe ich noch dieses Gebäude der Basilika, die Massenzio. Ich habe keine Ahnung, ich kann Italienisch. Bis gleich! So, zurück im Forum Romanum. Das können wir uns nämlich jetzt direkt kaufen für 21.750 Florin. Gar nicht mal so mega viel, aber ich hab's ja auch jetzt mittlerweile. Mittlerweile hat Ezio richtig hart viel Geld. So, ich war noch unterwegs auf der Tiberinsel. Da konnte ich nämlich noch einige Assassinen-Aufträge, beziehungsweise noch Assassinen in die Ruhmes oder zum Assassinen ausbilden. Und dabei habe ich Ezios Schwert endlich freigeschaltet. Das bekommt ihr nämlich, wenn ihr alle Assassinen-Aufträge da abschließt. So, da wir jetzt auch nicht so mega weit weg sind von dem nächsten Gebäude, kaufen wir das auch direkt. Dann haben wir das nämlich auch weg. Und es ist ja nicht so mega weit dann noch bis hin zum Versteck von Romulus. Das ist ja da hinten direkt. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, das andere muss man auch kaufen. Oh, das ist dann doch relativ teuer, wenn ich mir das dann auch noch kaufen muss hier. Ich dachte zwar eigentlich, das wäre hier dann direkt das Kolosseum, weil das kann man ja auch kaufen. Ich habe ganz ehrlich keine Ahnung, was das einem bringt, das ganze Zeug zu kaufen, weil das haben sie ja auch immerhin noch hier in Assassin's Creed Revelations weiterhin. Aber in Assassin's Creed 3 gibt es, glaube ich, das gar nicht mehr. Ich meine, mir ist das relativ wurscht. Ich kaufe auch meinetwegen die Gebäude, weil später hat man eh so unendlich viel Geld hier in Assassin's Creed. Das ist, glaube ich, hier in Brotherhood ist es noch am schlimmsten. Im Dreier ist das gar nicht mal so arg. Aber egal, das ist ja im Grunde alles verschleuderte Zeit. Hier können wir noch ein paar Aufträge wieder machen. Apropos, ich könnte euch jetzt die Assassinen zeigen. Hier haben wir jetzt schon 5 Assassinen. Und damit habe ich auch das letzte freigeschaltet. Gehen wir noch zu den Aufträgen. Da können wir nämlich jetzt auch die höchsten machen. Jetzt, wo wir ganz viele Assassinen haben. Warte, der hier ist doch was Richtiges für da meine Level 9er. Huch, das wollte ich eigentlich noch. Da, so hier, du kannst das machen. Und da haben wir auch noch was. Das kannst du machen. In Wien. So, diese Aufträge, das sind nämlich hier die richtigen für 4 Assassinen. Warum die dann unbedingt noch EP brauchen, weiß ich nicht. Sei jetzt auch mal dahingestellt, ob das alles noch so mega sinnvoll ist am Ende. Es gab auch eine Zeit lang, gab es auf Facebook, gab es ein extra Spiel, was auch noch hier mit Assassin's Creed Brotherhood zusammenarbeitet. Damit konnte man nämlich einige Monturen freischalten. Naja, nicht Monturen unbedingt, aber hier so Umhänge. Zum Beispiel den noch von Monteriggioni, glaube ich, wenn ich mich... Nee, von Florenz und von Venedig. Die gab es freizuschalten. Und
einige Missionen hier noch für die Assassinen. Es war ganz cool. Die Geschichte dahinter war auch ganz interessant, weil es, glaube ich, um auch noch einige Assassinen ging von Ezios Vorgängern. Ich glaube, es ging sogar, um ehrlich zu sein, um seinen Onkel hier, den... Gott, wie hieß denn der, der gestorben ist da am Anfang? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber auf jeden Fall, um den ging es auch noch. Und jetzt sind wir hier mit allen Schlüsseln von Romulus. Striptease! Oh, Striptease! Die Rüstung, Romulus. Zwar ganz cool mit dem roten, das Fell, das muss jetzt nicht unbedingt sein, aber Ezio sieht damit nochmal extrem brutaler aus. Ich weiß jetzt nicht, ob ich ein anderes Schwert freigeschalten habe. Aber ich habe den Dolch von Romulus, das ist nämlich mit Abstand der stärkste Dolch, den es gibt. Aber Schwerter an sich, nee, haben wir immer noch Ezios Schwert. Der Romulus-Dolch ist der stärkste, den es gibt. Leider schaltet man den erst zu spät frei, aber naja, so ist das öfters mal in einigen Spielen. Man schaltet danach noch einiges frei, was man dann lieber vorher gehabt hätte. Naja, das war auf jeden Fall schon genug. Wir haben alle Banner gesammelt. Wir haben die letzte Rüstung freigeschaltet, die unzerstörbar ist. Und damit verabschiede ich mich in diesem Part von Assassin's Creed Brotherhood und euch und sehe ich euch hoffentlich das nächste Mal wieder.